Guten Abend, meine Lieben, ich begrüße euch. Ja, ich werde heute nun die erste Folge der Bücher vorstellen, nämlich Weltliche Bücher, Folge 1. Und die ich gut finde, die bei mir im Bücherregal stehen halt eben und die ich euch einfach empfehlen kann. So Kinderbücher, Jugendbücher, Erwachsenenbücher. Ja, dann fangen wir erst einmal einfach an. Das erste Buch ist Tief im Wald, das ist sehr düster von Peter Nelle von Astell und das ist wirklich so schon, ja, echt düster gemacht, aber richtig gut geschrieben. Dann von dem bekannten Autor Akram El-Bahai, Henriette und der Traumdieb. Der kommt ja so aus dem arabischen Land und verbindet so europäische mit arabische Geschichten und Märchenhaftes. Ein wunderschönes Buch, das meine Mutter und ich gelesen haben. Für immer in deinem Herzen von Viola Shipman. Also ich liebe dieses Buch. Ich finde das so fantastisch und mir gefällt es echt gut. Und ich kann euch wirklich raten, lest es alle. Dann ein Buch, das ich noch lesen werde. Da habe ich mal angefangen. Von Constanze Sayers. Aber ja, wenn die Dunkelheit endet, auch so fantasymäßig. Und ja, da muss ich erstmal gucken, worum es genau geht. Dann nochmal ein Buch von Akram El-Bahai, Wortwächter. Ein wunderschönes Buch, nämlich über die Augsburger Puppenkiste. Thomas Hetsche Herzfahrten, Roman über die Augsburger Puppenkiste. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr interessant. Dazu hier habe ich auch noch den Film von John Ballas, Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Und der Film ist wirklich sehr gut gelungen. Dieses Buch habe ich auch sehr gern gelesen, Die Buchspringer von Mechthild Gläser. Und ich liebe dieses Cover und das Buch ist einfach toll gemacht und Fantasy und indem es über Bücher geht. Und wenn es ein Buch über Bücher geht, das ist toll. Also wenn halt eben sich um, also im Buch. Bücher im Buch vorkommen halt eben. Ne? Ja, Emma und das vergessene Buch, hier auch nochmal von Mechthild Gläser, das habe ich aber noch nicht gelesen. Das sind jetzt hier neue Bücher, nämlich Moonlight Books, also Monika Gutierrez, der fabelhafte Buchladen des Mr. Livingstone, muss ich noch lesen. Auch bei mir neu reinbekommen. Freya Samson, die letzte Bibliothek der Welt. Dann haben wir hier ein Buch von Lena Hofmeister, das kleine Café der Bücherträume. Also das sind jetzt alles Sachen, die jetzt bei mir neu reingekommen sind. Das ist Night School, das finde ich richtig gut. Night School, ja, genau, es ist jetzt ein bisschen groß, aber das ist der erste Band dazu und es sollen 5 Bände geben und ich werde mir auf jeden Fall alle Bände besorgen von Night School. Das ist so eine Jugendreihe halt eben. Dann etwas wieder, ja, Romantisches, Christian Escriba und Sylvia Tarago, die Bäckerei der Wunder, das passt so schön im Winter. Auch wenn es in einem Land spielt, wo es warm ist. Barcelona. Und ich glaube, Barcelona gibt es gar keinen Winter. Also wo es kalt ist. Ja, dann das vorletzte Buch. Carsten Henn, der Buchspazierer. Und zum Schluss noch
Lars Simon, das Antiquariat der Träume. Ja, das war's erstmal. Das ist jetzt die Folge 1 von weltlichen Büchern, die ich euch empfehle und weitergeben möchte zu lesen. Ich hoffe, dass beim Lesen, ja, ich hoffe, dass das ein oder andere eben für euch dabei ist. Und ja, ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Bin schon jetzt müde, wollte das Video noch schnell abdrehen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten und wundervollen Abend heute. Gute Nacht, eure Peggy.